Ja, meine Lieben, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem wundervollen Kanal. Und zwar bin ich nominiert worden. Und zwar bin ich nominiert worden von den beiden Jungs vom Kanal Die Wildbärte. Und in dieser Nominierung geht es darum, seine fünf Gegenstände vorzustellen. Und zwar einmal das Älteste, das Neueste, das Teuerste, das Günstigste und sein Lieblingsstück. Ja, und dieser Nominierung komme ich jetzt gerne nach, möchte euch jetzt meine fünf Gegenstände vorstellen. Ich muss sagen, war mit einigen Kopfzerbrechen, also das Älteste war für mich klar, beim Lieblingsstück, ich glaube, jeder, der seine Ausrüstung ja, hat, der liebt sie und so ging es mir auch. Hab da aber was Schönes rausgesucht, was wirklich den Namen verdient, Lieblingsstück. Ja, und das möchte ich euch jetzt alles mal vorstellen. Also, holen wir mal die Sachen. So, dann wollen wir mal anfangen. Und zwar möchte ich ganz gern mit dem ältesten Teil anfangen, was nun wirklich sehr alt ist. Ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, ich habe das Stück, seit ich 14 bin. Und zwar, ich glaube, wir alle kennen es, vielleicht jeder hat es sogar, ist das ganz alte Essbesteck von der Bundeswehr. Das habe ich, glaube ich, mit 13 oder 14 bei den Pfadfindern bekommen. Ja, heute nicht mehr so ein Trend wegen dem Aluminium und alles, aber überlegt mal, ich bin jetzt 36, das sind 22 Jahre und da könntest du quasi immer noch mit kochen. Ja, das wäre das älteste Teil gewesen. Begleitet mich auch sogar heute noch ab und zu, wenn ich Bushcraften gehe, wenn ich da irgendwas über Feuer machen möchte oder sowas. Ja, nehme ich es immer noch gerne. Ich habe mittlerweile, glaube ich, auch ein oder zwei neue, die ich mir mal auf dem Flohmarkt geholt habe. Oder das eine, glaube ich, im Bundeswehr-Shop sogar. Ja, wie gesagt, das wäre das älteste Teil, das Bundeswehr-Essbesteck. Das stellen wir mal hier mit hin. Dann kommen wir auch schon zum Neuesten. Und ich bin froh, dass ich nicht in 4 oder 5 Wochen nominiert worden bin. Dann wäre das alles irgendwie ein bisschen größer ausgefallen. Ich bin nämlich jetzt gerade dabei, meine Ausrüstung auf Ultralight umzustellen. Und das Kajak kommt jetzt in, ja, diesen Monat oder nächsten Monat. Und das wäre natürlich, naja, dann hätte ich mit euch in der Garage fahren müssen, euch das da zeigen. Also der Zeitpunkt passte ganz gut. Mein Neuestes, da wären wir auch schon ein bisschen bei dieser Ultralight-Geschichte. Und zwar ist das Superlight Tarp Tent von Didi, das habe ich mir jetzt gerade gegönnt. Das habe ich jetzt, glaube ich, sogar erst seit letzter Woche ist das gekommen. Freue mich ja schon drauf, das in unserer Harztour auszuprobieren. Ja, das ist das neueste Teil, was ich habe. Wie gesagt, bin gespannt, bin sehr gespannt, ob es wirklich so gut ist, wie Didi verspricht und wie diverse YouTube-Videos versprechen. Aber ich bin von Didi noch nie enttäuscht worden. Gucken wir. Ihr werdet es auf jeden Fall mitkriegen. Das Neueste. Dann hätten wir jetzt das Teuerste. Das Teuerste. Ich hoffe, es passt drauf. Jetzt zu diesem Zeitpunkt momentan ist das hier das Teuerste. Das ist mein Fjällreven Kaika in 100 Liter. Ich müsste jetzt lügen. Ich war nämlich am Überlegen zwischen Ofen und dem. Da ich habe noch ein paar Teile in der Kreisklasse, aber ich glaube, als ich den damals geholt habe, lag er bei 500 Euro. Und ja, das ist so zum Bushcraften 100 Liter. Das ist mein Lieblingsrucksack geworden. Ich stehe ja so auf Fjällreven-Rucksäcke. Das wisst ihr auch, mein Singi, der 48 Liter. Der war sogar erst mit dabei, dass ich ihn nominiere mit als Lieblingsteil. Aber ja,
Das ist das gute Stück. Ihr kennt ihn bestimmt mit dem Holzrahmen und alles. Der hat mich schon ein paar Mal begleitet. Für mich mit eins der geilsten Tragesysteme. Und ja, mit damals, ich glaube jetzt mittlerweile kriegt ihr ihn für 420, 450. Ich habe damals knapp 500 bezahlt. Wir hatten nochmal geguckt in eine Bestellhistorie. Und da ist er zu dem jetzigen Zeitpunkt das teuerste. Gut, hätten wir das. Und dann komme ich auch schon zum günstigsten. Und das ist günstig darum, weil ich dafür nichts bezahlt habe. Ich habe es von lieben Manuel geschenkt bekommen. Nichtsdestotrotz ist es günstig zu haben, erfüllt aber total seinen Zweck. Ich habe es eigentlich immer dabei. Also wenn wir Bushcraften gehen, weil funktionell, einfach funktionell. Und da sind wir bei diesem schönen Teil. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und zwar, glaube ich, hat der Manuel das damals von AliExpress oder irgendwie sowas für 3-4 Euro. Und das ist ein Wurstpieker. Das ist ein Wurstpieker. Den könnt ihr hier einfach auf den Stamm, auf den Ast klemmen. Die Wurst hält an 2 Punkten und ich kriege mir öfter mal eine Wurst im Wald. Mache ich ganz gerne und dadurch hält es einfach. Ne? Die durch 2 Spitzen, total simpel, total gut. Der klemmt, man braucht nicht jedes Mal vorne die Spitze dann neu machen oder hat Angst, dass die abkugelt und die Wurst mit reinfällt. Das kennen wir alle, dann ärgern wir uns, gerade wenn wir Hunger haben. Ja, das ist so mein günstigstes Teil. Dann haben wir das älteste, das neueste, das teuerste, das günstigste. Und jetzt kommen wir zum Lieblingsstück. Und das, meine Lieben, ist dieses schöne Teil hier. Und zwar ist das das Victorinox, das Ranger Wood. 55, ein für mich fast perfektes, nahezu perfektes Messer. Das Einzige, was mir fehlt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist hier ein Zahnstocher und eine Pinzette. Die brauchst du öfter mal, wenn du einen Splitter in der Hand hast oder irgendwas. Oder nach dem Wurstessen ein Stück Fleisch im Zahn mal in den Zahnstocher, finde ich genial. Mich begleitet es privat, ich habe es meistens mit am Gürtel, ich nehme es mit zur Arbeit. Es ist ein ständiger oder täglicher Begleiter geworden. Du kannst da alles mitmachen. Es ist das Messer, es ist super scharf, es kommt schon super scharf. Du kannst es super leicht nachschleifen. Die Säge, selbst mit der Säge, ich weiß nicht, ob ihr das letzte Video von mir gesehen habt, wo ich mir den Stuhl gemacht habe. Selbst die Säge ist funktionell, also ich würde sagen, alles in Sachen 5 cm Durchmesser kannst du hiermit super bearbeiten. Es ist einfach ein schönes Teil. Es ist egal, ob du schnitzt, ob du dir ein Semmel schmierst, ob du Fleisch schneidest, ob du Pilze schneidest, zum Paracord abschneiden. Wo ich das jetzt nicht unbedingt für nehmen würde, ist zum Beton. Hab da aber auch schon ein paar Videos gesehen, wo sie das denn so gehalten haben und dann so betont haben, damit die Schläge hier hinten nicht aufs Gelenk gehen. Ich glaube, das ist eins, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, das ist eins der wenigen Victorinox-Messer, was einrastet, was ich auch total geil finde. Es passt super in meine Hand. Du musst hier das Schweizer Kreuz drücken, dann kannst du es wieder einklappen. Der Korkenzieher, gut, ich trinke keinen Alkohol, dadurch bin ich nicht oft in der Situation, dass ich eine Flasche Wein oder irgendwas öffnen muss. Die Erde, also alles, also es ist alles funktionell. Was ich ganz geil finde, das habe ich gesehen bei einem Mann im Wald, es gibt hier so ein Teil, ich glaube Fire End oder irgendwie sowas, das kannst du hier reindrehen, dann hast du hier quasi noch so einen kleinen Notfeuerstahl. Wie ihr merkt, ich kann sabbeln und sabbeln von dem Messer. Ich bin total begeistert. Ich finde es gut. Die Scheide, die habe ich mir dazu geholt. Also das kommt ohne.
oder ich habe es zumindest bei Amazon ohne, habe diese Scheibe hier noch dazu bestellt, auch von Victorinox für einen Zehner oder irgendwie sowas, die super hält, die wirklich richtig klasse ist. Du kannst sie auch noch aufmachen und die kannst du überall machen, am Rucksack, am Gürtel, egal was. Und dieser Klettverschluss, der hält jetzt schon seit 2 Jahren. Und tipptopp, also wirklich ganz, ganz klasse Messer. Deswegen, weil ich es auch privat benutze und alles, es ist einfach mein Lieblingsgegenstand. Total funktionell. Ich nehme schon kaum noch ein anderes Messer mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe zwar meine Helle und mein Mora und was weiß ich was, aber in den meisten Fällen habe ich das am Gürtel. Wenn ich jetzt weiß, ich will mir für meinen Ofen oder irgendwas noch was betonen, dann nehme ich ganz gerne das Mora mit, das verkraftet das. Die anderen Messer verkraften das auch, aber auch so ein helles Messer, da schließt du eben nicht gerne drauf rum. Ne? Das habe ich auch geschenkt bekommen, auch vom lieben Mann. Deswegen, das liegt mir sehr am Herzen, das Messer, und da möchte ich jetzt nicht drauf rumkloppen. Aber wenn ihr ein vernünftiges Taschenmesser haben wollt, das Ranger Wood 55, 100%, wirklich ganz, ganz tolles Messer. Ja, damit wären wir auch schon am Ende. Das sind meine Gegenstände. Nochmal eben gucken, nicht, dass ich mich verzählt habe. Ich werde ja auch immer älter. Das Älteste, Nummer 1. Das Neueste, Nummer 2. Das Teuerste, Nummer 3. Das Günstigste und das Liebste. Genau. Entschuldigt für das Piepen gerade eben. Zweite Bundesliga. Da muss man ab und zu mal raufgucken. Ja, dann möchte ich mich nochmal bei den Wildbärten für die Nominierung bedanken. Hat mir eine Menge Spaß gemacht, hat mir 2, 3 Tage echt Kopfkrümeln gebracht. Habe echt wirklich drüber nachgedacht, was ich euch vorstelle. Also bei den neuesten und den teuersten, da brauche ich jetzt nicht drüber nachdenken. Ich habe viele ältere Sachen, die wirklich alt sind, weil ich so ein kleiner Messi bin. Ich schmeiß nichts weg. Ich habe eine ganze Garage voll, die ihr auch bald mal sehen werdet. Ja, und beim Lieblingsgegenstand, ihr wisst, wenn wir uns Ausrüstung kaufen, ist das alles unser liebster Gegenstand, sonst würden wir es nicht kaufen. Aber das ist schon wirklich, das ist mir ans Herz gewachsen, das ist ein treuer Begleiter, das finde ich toll. Ja, jetzt muss ich quasi noch 3 Leute nachnominieren. Bei dem ersten bin ich mir nicht ganz sicher, ob der zwecks meiner Reichweite überhaupt auf mich reagiert. Ich schätze ihn aber sehr. Ich schätze seine ehrliche Art. Ich finde seine Videos toll. Das ist der liebe Jackknife vom Kanal Busch Schule und Survival oder Jackknife Busch Schule und Survival. Lieber Jackknife, wenn du Bock hast, wird mich freuen, wenn du uns mal deine 5 Gegenstände vorstellst. Tu mir einen Gefallen und lass vielleicht die Jagdsache raus. Vielleicht geht es wirklich um Survival Bushcraft Tracking, weil bei den Jagdsachen, ich glaube, da kommst auch du ins Grübeln, was ist das Teuerste ist. Und obwohl es mich auch interessiert, vielleicht kannst du da ja mal ein separates Video zu machen. Dann würde ich noch gerne den Outdoor Tino nominieren. Der begleitet mich so ein bisschen seit Anfang meiner YouTube-Karriere vor 2 Jahren. Und dann würde ich ganz gerne den Kanal Bushcraft and Nature nominieren, dessen Videos feiere ich, finde ich klasse. Ich also selten jemanden gesehen, der sich so viel Kopf macht um Bushcraft, um Sachen zu verbessern, Sachen zu bauen, Sachen zu erfinden. Seine Seilspanner finde ich extrem klasse. Seine Heringe und was er sich gebaut hat, guckt da gerne mal rauf. Alle 3 Kanäle kann ich nur empfehlen, wirklich, ob es der Outdoor-Tino ist, auch mit seinen Lost Places, Jackknife, von Kajak bis Jagd bis Reaktion bis Survival bis Bushcraft, das ist weit gefächert. Ja, und Bushcraft and Nature eben, hatte ich jetzt gerade schon was zu gesagt. Ich möchte mich nochmal bei den Wildbärten bedanken. Cool, dass ihr anscheinend auch meine Videos guckt und sie euch gefallen und ich euch in den Kopf gekommen bin zum Nominieren. Vielen, vielen Dank. Die Nominierung habe ich rausgehauen. Ich bin gespannt auf eure Videos. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video, meine Lieben. Bis dann, macht's gut.